Digitale Vernetzung ist das Schlagwort der Stunde. Erleichterte Zugänglichkeit und Kostenersparnis sind dabei die Hauptziele. Was bereits für Teile der Wirtschaft und für Privatpersonen zutrifft, gilt für den Staat in dieser Reichweite noch nicht. Zwar existiert bereits unter www.govdata.de ein Datenportal für Deutschland mit rund 19.000 Dateien, Dokumenten und Apps. Diese Zahl aber ist im Vergleich zu 82 Millionen Bundesbürgern verschwindend gering. Auch Berlin wagt einen Schritt in Richtung E-Government, also elektronischer Verwaltung. Das Land bietet unter anderem eine Service-App an oder stellt Datensätze zu Themen von A wie Arbeitsmarkt bis W wie Wohnen online. Das reicht nicht, bemängelt der Verwaltungskongress Effizienter Staat, um die Staatsmodernisierung voranzutreiben. Deutschland 4.0 heißt das Motto während der zweitägigen Tagung im DBB-Forum an der Friedrichstraße. Unser Thema des Tages. Deutschland steht ja im internationalen Wettbewerb mit solchen Nationen wie den USA, wie China, Südkorea, Indien, die ich übrigens als Düsseldorfer Wirtschaftsbeigeordneter häufig genug bereist habe. Und ich weiß, wie dort die Post abgeht. Und wenn wir nicht aufpassen in den nächsten Jahren, dann werden die uns überholen. Das ist für Made in Germany, für unsere Hightech-Branchen, für unseren Wohlstand, für den Standort Deutschland leider Gottes sehr negativ, wenn wir nicht aufpassen und uns jetzt nicht auch zu neuen Ufern mit neuen Ideen und Methoden und Mitteln aufmachen. Aber was sind denn dann diese Mittel und diese Methoden? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was muss getan werden? Wir reden ja hier auf dem Kongress über Staatsmodernisierung in neuer Qualität. Auch inspiriert von dem, was man Industrie 4.0 sagt. Die deutsche Industrie an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution. Im Internet der Dienste und der Dinge und der digitalen Transformation mit all ihren Chancen. Ich habe mit meinem Partner im Institut dazu eine Korrespondenzinitiative entwickelt, die heißt Verwaltung 4.0. Und wir wollen sie als Cross-Border Alliance formen. Das, was Industrie 4.0 für die Industrie macht, jetzt auch Dienstleistung 4.0 neu kreiert im Bundeswirtschaftsministerium letzte Woche, wollen wir auf die öffentliche Verwaltung transferieren und transformieren und den, ich sag mal, kreativen Geistern, die es auch in der öffentlichen Verwaltung gibt, nicht nur die, die den Morgen zum Abend schieben, sagen, ihr müsst einen Beitrag dazu leisten, die Staatsmodernisierung in Deutschland mit dem, was das Internet der Dienste und der Dinge möglich macht, zu befördern. Da seid ihr alle, jeder an seinem Arbeitsplatz für aufgerufen. Dann sagen sicherlich Unternehmen, aber das kostet. Da sagen Behörden, das kostet. Da sagen die Länder, das kostet. Kostet es denn wirklich so viel oder gibt es vielleicht auch so Schritte, wo man mit relativ wenig Mitteln und relativ wenig Aufwand vielleicht auch schon ganz viel bewirken kann? Man muss über die Ideen reden, man muss sie in viele Köpfe bringen. Vieles kostet nichts. Neue Führungskulturen kosten nichts. Mitarbeiter, Motivation kostet nichts. Wenn es etwas kostet, sind es Investitionen in unsere Zukunft. Und ich sage mal in aller Bescheidenheit, es wird für so viel Unsinn auch öffentliches Steuergeld ausgegeben. Da muss man in die digitale Transformation, in den Breitbandausbau, in die Köpfe investieren. Wenn ich allein daran denke, dass die öffentliche Hand in Kürze 6 bis 7 Milliarden Steuern mehr einnimmt als geplant, wäre es doch ein tolles Signal dieser Bundesregierung, dieser Bundeskanzlerin, der Bundesländer insgesamt zu sagen, das nehmen wir und stecken es in die digitale Transformation mit all dem, was wir brauchen. Das wäre nochmal eine innovative Idee. Was sagen Sie zu der Kritik gelesener Mensch und dass es mit dem Datenschutz vielleicht doch relativ schwierig werden könnte? Datenschutz und Datensicherheit sind zentrale Anforderungen an jegliche Digitalisierung. Einen optimalen 100%igen Schutz gibt es nicht. Das muss man auch wissen. Aber es kann nicht sein, dass jeder in seinem Kästchen argumentiert. Die Datenschützer für den Datenschutz, das Ressort Wirtschaft für die Wirtschaft, das Ressort Innen für Innen, das Ressort Gesundheit für Gesundheit. Wir müssen über diese Kästchen hinauskommen. Wir müssen begreifen, dass man branchenübergreifend, ressortübergreifend Wertschöpfungsketten im digitalen Zeitalter neu formieren und nutzen und entwickeln muss. Und wenn wir uns immer noch auf die Ausreden verlassen, Datenschutz, Datensicherheit, Föderalismus, der wichtig ist, den wir nicht aufs Spiel setzen wollen, unsere demokratischen Mitwirkungs- und Partizipationsmöglichkeiten zu bauen, muss alles sein. Aber die Menschen in der Welt im globalen Wettbewerb sagen, solange die sich darauf ausruhen, ist das gut. Wir machen unseren Sprengel. Wir haben heute gehört über Estonia, Estland, auch über Aserbaidschan. Was dort auch an digitaler Transformation und Elan herrscht, ja, das macht mich noch besorgter. Und wir können uns nicht noch 5 Jahre bequem hinlegen und dann sagen, oh,
Jetzt haben wir auch gar keine Leute mehr, weil die Demografie ist jetzt da. Und die Schuldenbremse ist jetzt auch da in 2020. Jetzt müssen wir mal anfangen. Nein, wir hätten schon längst anfangen müssen. Und jetzt erst recht. Tatsächlich sind einige Länder, was die Vernetzung angeht, längst weiter. Das von Wilfried Kruse angesprochene Aserbaidschan ist auch auf dem Kongress vertreten. Das Land im Südkaukasus will sein im Jahr 2013 eingeführtes Asan-Modell den Tagungsteilnehmern näher bringen. Ein Konzept, das durchaus beeindruckt, denn die Asan-Center bündeln 20 Dienstleistungen unter einem Dach. Egal ob Führerscheinverlängerung, Notardienste oder Geburtsurkunden. Weite Wege zu mehreren Behörden, wie es in Deutschland üblich ist, entfallen. Innerhalb von 2 Jahren nahmen mehr als 1 Million Bürger die kostenlosen Serviceangebote in Anspruch. Es ist immer die Rede von Networking. Wie gehen die Asan-Zentren mit dem Aspekt Vernetzung um? Asan selbst ist ein Netzwerk von Servicezentren. Das Wort Asan ist übrigens eine Abkürzung und steht für Aserbaidschan Service and Assessment Network und verfolgt die Maxime, dass alle Einwohner Aserbaidschans, egal wo sie leben, die Dienstleistung nutzen können. Zurzeit gibt es insgesamt 8 dieser Zentren in unserem Land. Es kommen bis Ende dieses Jahres aber noch 3 weitere hinzu und im kommenden Jahr folgen weitere. Somit wird das Netz der Servicezentren noch enger. Darüber hinaus gibt es auch noch den mobilen Service mit Bussen, die direkt zu den Orten fahren, wo kein Asan-Center in der Nähe ist. Also Service direkt vor Ort. Was können andere Länder von den Asan-Service-Zentren lernen? Wir liefern konkrete Resultate, von denen andere Länder profitieren können. Unsere staatlichen Dienstleistungen sind zum Beispiel effizienter, weil sie einfach näher am Bürger und somit transparenter sind. Korruption innerhalb staatlicher Behörden wird damit vollständig unterbunden. Viele Länder und auch internationale Organisationen sind sehr am Asan-Konzept interessiert, um dieses Modell für sich zu übernehmen. Im Übrigen haben wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Europarat eine internationale Konferenz organisiert. Die Reaktionen der Organisation waren durchweg positiv und beschrieben das Asan-Modell als äußerst nützlich. Ein großer Punkt dieser Konferenz ist die Digitalisierung rund um das Thema E-Government. Die Asan-Zentren bieten in diesem Bereich auch viele elektronische Hilfen an, unter anderem ein Callcenter, mit dem man direkt per Computer verbunden wird, oder ein Handyservice, mit dem Terminbestätigungen per SMS gesendet werden. Genau, das ist der physisch sichtbare Teil des Services für unseren Kunden. Im Hintergrund ist aber noch ein größerer Digitalisierungsprozess im Gange. Der Asan-Service geht Hand in Hand mit den Punkten Digitalisierung und E-Government. Die Priorität Aserbaidschans liegt klar auf dem Ausbau der Datenvernetzung. Wir haben außerdem für das Asan-Modell eine Systemverbesserung eingeführt, mit der man noch mehr per Computer durchführen kann und somit weniger Kontakt zu den Mitarbeitern nötig ist. Selbstverständlich kann nicht alles elektronisch durchgeführt werden. Es wird in den öffentlichen Einrichtungen weiterhin Mitarbeiter geben, denn ganz ohne Menschen kommt das System nicht aus. Aber der Digitalisierungsprozess geht parallel einher mit den Dienstleistungen des Asan Service Centers. Welche Pläne gibt es, den Service in den Asan-Zentren weiterhin zu verbessern? Das ist ein fortwährender Prozess. Die größte Herausforderung ist die Effizienz der Dienstleistung. Dass wir es schaffen, die Bearbeitungszeit von Anträgen und Ähnlichem von mehreren Tagen auf wenige Stunden oder gar Minuten zu verkürzen, also die Dauer auf ein Minimum zu reduzieren. All das in einem digitalen und transparenten Rahmen zu binden, das ist die Herausforderung. Ob heute, morgen oder übermorgen, in 1 oder 2 Jahren, der Prozess endet nie. Natürlich spielt die Erwartung unserer Kunden an den Service eine entscheidende Rolle. Momentan haben wir in den Asan-Zentren eine Zufriedenheitsquote von 98%. Das ist letztlich auch unser Hauptziel, die Zufriedenheit der Bürger zu verbessern, Tag für Tag.
Die Einführung eines digitalen Bezahlsystems ist ein Beispiel für die Neuerungen, die wir umgesetzt haben. An einem Computer können somit alle Bußgelder online bezahlt werden. Wenn beispielsweise jemand ein Verkehrsdelikt begeht, bekommt er anstelle eines Strafzettels eine SMS auf das Handy geschickt. Entweder bezahlt der Verkehrssünder das Bußgeld direkt vom Handy aus oder am Computer in den Assan-Zentren. Wenn eine Strafe nicht als Datensatz im Assan-System vorliegt, dann erfolgt auch keine Zahlungsaufforderung. Das trägt gleichzeitig zur Erhöhung der Verantwortung des Staates bei. So it also increases the responsibility of the state. Auch Mustafa Gurbanli hier links im Bild hat den weiten Weg von Baku nach Berlin auf sich genommen. Der Aserbaidschaner unterstützt nicht Regierungsorganisationen und nutzt den Kongress als Ideengeber. Die Teilnahme an der Konferenz hier in Berlin hat mich im Hinblick auf das Austauschen von Ideen und Erfahrungen sehr beeindruckt. Besonders der Vortrag von Island blieb mir in Erinnerung, nämlich das Vernetzen aller europäischen Länder innerhalb eines Systems. Ein Beispiel: Wenn ein Bürger eines Landes in einem anderen Land arbeiten will, müsste er nicht mit den erforderlichen Dokumenten dorthin fahren, sondern könnte alles digital vom Heimatland aus erledigen. Dieses Konzept kann ich mir durchaus für die Kaukasusregion vorstellen und für die Zusammenarbeit mit Europa. Deutschland 4.0. Die Networking-Offensive steht noch aus. Vielleicht hat sich das im kommenden Jahr auf dem nächsten Verwaltungskongress Effizienter Staat bereits geändert.